darf Sie alle ganz herzlich begrüßen und die Begrüßung auch gleichzeitig zum Tontest benutzen. Liebe Vereinsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste und last not least, liebe Studierende. In der Mitte des Jahres 1995 geht eine amerikanische Frau mittleren Alters in einen New Yorker Buchladen, stöbert so ein bisschen herum, wie man das so macht, und entdeckt ein Fotoalbum. Darin enthalten sind Aufnahmen, die im Auftrag der SS gemacht wurden für einen der Transportzüge, die im Mai 1944 von Ungarn nach Auschwitz gekommen sind. Sie sehen hier die Originale. Die Bilder sind aufgearbeitet worden in ein sogenanntes Fotoalbum. Und Leslie Weiss kauft dieses Buch sofort, denn ihre Mutter ist eine der Überlebenden der sogenannten Ungarn-Aktion. Sie bringt das Buch nach Hause, blättert es durch mit ihrer Mutter und die Mutter sieht in dem Fotoalbum eine Szene, die sich ihr unvergesslich in die Erinnerung eingegraben hat. Und in den nächsten 20 Jahren wird Leslie Weiss mit diesem Foto und einem zweiten Foto bei verschiedenen Vortragstätigkeiten immer wieder berichten, was sie erlebt hat und was auf diesen Fotos zu sehen ist. Im Februar 2015 sitze ich mit Irene Weiss in einer Küche in einem Haus in Florida und Irene erzählt mir ihre Geschichte. Die Geschichte, die uns hier interessiert, setzt damit an, dass die gesamte Familie von Irene Weiss von der ungarischen Gendarmerie zusammengetrieben wird in ein Internierungslager. Dort verbringt die Familie 4 Wochen miteinander und unter anderem sind mit Irene, das ist das Mädchen, was Sie links unten auf dem Foto sehen, ihre kleine Schwester Edith, das ist die Schwester, die Sie rechts unten auf dem Foto sehen und oberhalb von Irene, also links oben, etwas schlanke Mädchen, ihre ältere Schwester Serena. Die beiden anderen, die Sie auf dem Bild sehen, sind Freundinnen. Die Familie wird aus dem Lager hineingetrieben in einen Viehwaggon, zusammen mit etwas mehr als 80 Menschen. In dem Viehwaggon gibt es praktisch keine Luft. Es gibt für die 3-tägige Reise nach Auschwitz einen Eimer mit Wasser und einen Eimer für die Notdurft. Es ist zu wenig Platz zum Liegen, es ist zu wenig Platz zum Sitzen. Und außer Irene und ihren beiden Schwestern sind dabei 2 kleinere Brüder, ein älterer Bruder, die beiden Eltern. Man kommt an auf der Rampe, die Türen öffnen sich. Raus, schnell sind die Kommandoworte. Menschen, die erstaunliche Kleidung tragen, nämlich Pyjama-ähnliche, stehen dort, nehmen das Gepäck entgegen. Die Mutter sagt zu Irene, zieh dir den dicken Mantel über. Sie zieht sich den dicken Mantel über. Man landet auf der Rampe, man wird aufgeteilt in 2 Gruppen. Und das, was Sie hier sehen, ist schon das Ende des Vorganges aus einem Zug, in dem 2.500 Menschen waren. Die Aufteilung ist in die eine Kolonne. Das ist die Kolonne, die auf dem, ich kann das jetzt hier vorne schlecht erkennen, also links sehen Sie Frauen und Kinder, rechts sehen Sie Männer. Die Kolonnen waren schon sehr viel länger, wir sind am Ende des Prozesses. Irene verliert sofort den Kontakt zu ihrem Vater und älteren Bruder, sie hat sie beide nie wieder gesehen. Und vor ihr in der Schlange befinden sich die Mutter, die an beiden Händen die kleineren Brüder hält, ihre ältere Schwester. Und Irene selbst hat an ihrer Hand die kleine Schwester, die damals 11-jährige Edith.
Es kommt zur Selektion. Mutter mit beiden Söhnen verschwindet nach links. Es gab links und rechts. Links ist das, was wir auf dem Bild sehen, was ein bisschen aussieht, als könnte es ein Teil des Zuges sein, ist es aber nicht, sondern es ist eine Rampe, die nach links weggeht, die den Zug unterteilt. In der Richtung verschwindet die Mutter mit den beiden Söhnen an der Hand. Vor Irene wird ihre ältere Schwester geradeaus geschickt, also nach rechts. Und dann kommt Irene mit Ede zusammen zu dem SS-Offizier, den sie hier im Vordergrund stehen, mit dem Stöckchen eben rechts-links macht. Und er sagt, trennt die beiden, schickt die kleinere Schwester in die Richtung, in die die Mutter mit den beiden Söhnen verschwunden ist, und sagt zu der damals 14-jährigen Irene, du gehst geradeaus. Sie geht ein paar Schritte nach vorne, zögert. Und genau dieser Moment, wo sie dort steht und zögert, ist der Moment, den Sie auf diesem Bild sehen. Irene ist die Frau, die auf dem Bild hier vorne steht, in dem Mantel mit dem Kopftuch. Sie sieht viel älter aus als ich, sie war 14 Jahre alt. Sie zögert, Sie sehen, die Füße sind nach vorne gerichtet, der Körper ist nach vorne gerichtet. Sie soll ja in die Richtung gehen, in der die ältere Schwester verschwunden ist. Und sie guckt nach links in die Richtung, wo ihre kleinere Schwester hinter der Mutter hergegangen ist. Und ihre Sorge ist, nicht wissend, was die Familie, die Geschwister, alle um sie herum dort in Auschwitz erwartet. Ihre Sorge ist, schafft es die kleine Schwester, in dem Menschenstrom, der nach links verschwunden ist, den wir auf dem Bild nicht mehr sehen können, die Mutter mit den Geschwistern einzuholen. Und sie steht und guckt und macht sich Sorgen um die kleine Schwester, ein paar Sekunden lang. Das ist genau das, was auf diesem Bild festgehalten wurde, auf einem Bild, was, das ist der Inhalt des Auschwitz-Albums, von der SS hergestellt wurde als Dokumentation, wie gut die Ermordung, erst die Selektion, und dann der Prozess der Ermordung der 300.000 jüdischen Menschen aus Ungarn während der Ungarn-Aktion geführt hat. Das ist aus der Sicht der SS ein Dokumentationsbild über den erfolgreichen Ablauf der Selektion und der Vernichtung der Menschen. 300.000 ermordet, 170.000 zunächst zur Arbeit selektiert. Irene rennt hinter ihrer älteren Schwester hinterher, schließt auf, landet im sogenannten Kanada-Lager. Kanada war das Lager bezeichnet, in dem die Berge von Gepäck, Sie sehen hinten auf dem Bild, sehen Sie größere Gepäckberge, das ist nur ein Teil des Gepäcks, der Rest ist schon weggeschafft. Im Kanada-Lager wurde das Gepäck sortiert, durchsucht nach Gegenständen, verpackt und in alle Teile Europas gesendet, dort, wo man es brauchte. Dort hat Irene mit ihrer älteren Schwester zusammengearbeitet. Sie hat einen Todesmarsch überlebt. Sie ist nach Ravensbrück gekommen. Sie hat überlebt im Konzentrationslager Neustadt-Glewe, Hunger, Seuchen und ist dann nach Amerika gekommen. Und hat mit sich bis ins Jahr 1994 diese eine offene Frage getragen, was ist aus der kleinen Schwester Edith geworden? Der Fotograf der SS ist offenbar kürzere Zeit, nachdem er das Foto auf der Rampe gemacht hat, in die Nähe der Gaskammern gegangen. Dort gab es ein kleines Birkenwäldchen. In dem kleinen Birkenwäldchen hat er Fotos von den Menschen gemacht, die gewartet haben, nicht wissend, was sie erwartet hat, dass die Gaskammern leer wurden. Sie sehen im Vordergrund dieses Bildes zwei kleine Jungen. Das sind die beiden Brüder von Irene. Sie sehen dahinter eine Frau, das ist die Mutter von Irene. Und was Sie nicht auf dem Foto sehen, ist Edith. Und Irene glaubt bis auf den heutigen Tag, dass Edith es einfach nicht geschafft hat, zu Mutter und Kindern aufzuschließen. Irene hat diese Geschichte später vielfach erzählt. Sie hat sie mir, als wir zusammen waren, zum ersten Mal erzählt. Und schon bei diesem ersten unserer Treffen gab es von mir viele, viele Fragen. Und von ihr gab es eine Frage, nämlich, warum jetzt noch?
Ich bin 84 Jahre alt, hat Irene gesagt. Der Angeklagte, um dessen Strafverfahren es ging, wo sie Nebenklägerin sein sollte, war zu der Zeit 93, Oskar Gröning, Landgericht Lüneburg. Warum erst jetzt? Warum hat das so lange gedauert? Ich will versuchen, die Antwort zu geben in vier Abschnitten. Da geht es, ich habe ein bisschen Problem hier vorne mit dem Licht, ein bisschen entschuldigen, wenn ich unterbreche. Da geht es um den ersten Abschnitt, das ist der Abschnitt der Strafverfolgung von NS-Verbrechen bis zum großen Auschwitz-Verfahren. Dann werde ich das große Frankfurter Auschwitz-Verfahren behandeln. Dann die Zeit bis zum Strafverfahren gegen Demjanjuk, und zwar anhand der Ermittlungen, die gegen den Angeklagten des Landgerichts Lüneburg, Oskar Gröning, geführt wurden. Und werde am Ende dann noch etwas sagen zu den verschiedenen aktuellen Strafverfahren wegen Angehörigen der SS-Mannschaften in Auschwitz, die zurzeit noch geführt werden. Das, was ich in den ersten historischen Abschnitten sagen werde, ist vollkommen holzschnittartig, ist vollkommen verkürzt. Das hängt damit zusammen, dass die Zeit einfach nicht mehr zulässt. Die erste Phase der Strafverfolgung von NS-Verbrechen, das ist die Phase unter den Alliierten, das ist 45 bis 49. Das sind, das weiß jeder, die Nürnberger Kriegsverbrecherverfahren. Das ist daneben aber auch als allererstes Verfahren, noch früher als die Kriegsverbrecherverfahren, das sogenannte Bergen-Belsen-Verfahren, das heißt gegen die SS-Wachmannschaften in Bergen-Belsen, schon im September 45. Und das sind die sogenannten Dachauer Verfahren der Amerikaner. Und in Deutschland nicht so bekannt, selbstverständlich auch, die Verfahren, die insbesondere in Polen zu Auschwitz geführt wurden. Die nächste Phase, das ist dann die Phase nach der Gründung der Bundesrepublik 1949 bis 1958. In dieser Phase ruht die Strafverfolgung. Das Stichwort ist die sogenannte Schlussstrich-Mentalität und ein instruktiver Zugang zu dieser Phase ist ein Blick in das erste Bundesgesetzblatt von 1949. Das Bundesgesetzblatt von 1949, der erste Band, der beginnt, wie nicht anders zu erwarten, mit der Veröffentlichung des Grundgesetzes und des Wahlgesetzes. Es folgen ein paar Verordnungen, ein Gesetz über den Notgroschen für Berlin und dann kommt schon auf Blatt 37 das erste richtig beratende Gesetz der neuen Bundesrepublik Deutschland. Titel: Das Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit vom 31. Dezember 1949. Dieses erste Gesetz ist das erste einer Reihe von Amnestiegesetzen zu Verbrechen aus der NS-Zeit. Es ist das Ergebnis einer politischen Stimmung, die mit dem schönen, an die Bibel angelehnten Zitat beschrieben werden kann. Am Anfang war, noch vor Adenauer, die Idee der Amnestie. Die folgenden Jahre sind geprägt von einem politischen Klima, das nicht die Aufklärung der Verbrechen, sondern die Integration der Täter in die Gesellschaft forderte. Das ist eine Periode, in der der Nationalsozialismus verstanden wurde als eine deutsche Diktatur. Eine Diktatur gegenüber den Deutschen. Eine Diktatur, in der die Deutschen sich als die Opfer dieser Diktatur verstanden haben. Eine Zeit, in der der Vernichtungswille des nationalsozialistischen Regimes gegenüber den Fremdvölkischen, wie es damals hieß, und insbesondere den Juden kaum zur Kenntnis genommen wurde. Die Zeit ist geprägt, grüße dich, von fortwährenden Bemühungen der Adenauer-Regierung um eine Begnadigung der Kriegsverbrecher, der von den Alliierten verurteilten. Und beispielhaft für diese Zeit ist, dass zunächst beim Bundesjustizministerium, dann beim Außenministerium angesiedelt und eingerichtet wird eine zentrale Rechtsschutzstelle, die nichts anderem dient als der Unterstützung der Verurteilten und der Strafverfolgung ausgesetzten NS-Verbrecher. Eine Institution, die diese Aufgabe wahrlich gut vollführt,
die in der Kooperation mit der sogenannten Stillen Hilfe weltweit NS-Täter vor drohender Strafverfolgung warnt, aus deutschen Bundesministerien heraus. Diese Politik war sehr erfolgreich. Schon im Jahr 1953 befinden sich fast alle der von den Alliierten Verurteilten, bis auf diejenigen, an denen die Todesstrafe exekutiert wurde, schon wieder auf freiem Fuß. Der letzte wurde 1958 entlassen. Ausnahmen nur Albert Speer, Baldur von Schirach und Rudolf Hess. Die folgende Phase, in der nun endlich auch deutsche Behörden ernsthafte Strafverfolgung stattfinden lassen, die setzt ein mit der Errichtung der Zentralstelle für die Strafverfolgung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg. Es gibt ein Verfahren, was dazu geführt hat, das war das sogenannte Ulmer Einsatzgruppenstrafverfahren. Und mit diesem Strafverfahren, was zufällig zustande kam, war deutlich geworden, dass es neben der politischen Stimmung der 50er Jahre vor allen Dingen ein strukturelles Problem bei der Strafverfolgung von NS-Tätern gab. Denn solange es keinerlei Sonderzuständigkeit gab und keinerlei der Staatsanwaltschaften und keine systematische Ermittlungen von einer Behörde mit Sonderzuständigkeiten gab, konnte Strafverfolgung der Taten, die vor allen Dingen im Ausland stattgefunden haben, alle Vernichtungslager, auch Auschwitz im Ausland, und der anderen Straftaten, die auch im Ausland stattgefunden haben, insbesondere die Ermordung von geschätzten 1 Million Menschen durch die sogenannten Einsatzgruppen, alle die Straftaten, die also nicht auf dem Boden Deutschlands stattgefunden hatten, fand praktisch nicht statt, weil es dafür keinen zuständigen Staatsanwalt gab. Strafverfolgung war damals eher das Ergebnis irgendeines Zufalls. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Es gibt das Vernichtungslager Sobibor, da wurden 170.000 Menschen ermordet. Und da gibt es einen Ausbruch, Oktober 1943, den überleben am Ende 60 Überlebende, also 60 Überlebende von 170.000 ermordeten Juden. Und der Zufall will es, dass zwei von diesen 60 Überlebenden auf der Straße in Berlin im Jahr 1949 zufällig einen der 20 SS-Männer treffen, die in Sobibor für die Vernichtung verantwortlich waren. Den sogenannten Gasmeister von Sobibor, Erich Bauer, das war der, der die Vergasung und den Motor vor allen Dingen dort bedient hat. Es kommt zum Strafverfahren. Dieser Erich Bauer wird verurteilt im Jahr 1950. Aber bis es dann zu einer systematischen Strafverfolgung aller der anderen SS-Männer aus Sobibor kam, hat es weitere 10 Jahre gedauert. Die Ermittlungen fingen initiiert aus Ludwigsburg erst 1960 an. Und 1966, Landgericht Hagen, kommt es dann endlich zu einer Verurteilung dieser SS-Männer. Und dort, wo solche Zufälle, es gibt andere Zufälle wie dieser Zufall, ein Opfer trifft zufällig einen potenziellen Täter, die stattgefunden haben, gab es fast keine Strafverfolgung, bis die Zentralstelle in Ludwigsburg eingerichtet wurde. Fritz Bauer, ich glaube, diesen Namen muss ich hier nicht weiter erläutern, der Generalstaatsanwalt aus Hessen, hat dann dafür gesorgt, dass die Ermittlungen wegen Auschwitz zur Staatsanwaltschaft nach Frankfurt kamen. Und hat mit den Staatsanwälten, mit denen er zusammengearbeitet hat, nicht ganz unwichtig ist auch der damalige Untersuchungsrichter Düx, versucht aus diesem Auschwitz-Verfahren einen aufklärerischen Prozess, Aufklärung der deutschen Bevölkerung über die NS-Verbrechen zu machen. Und man hat damals, also Anfang der 60er Jahre, etwa 500 potenzielle Beschuldigte. Man sucht sich bestimmte Personen aus diesen Beschuldigten heraus, konzentriert also die Anklage auf die in Anführungszeichen Staatsanwaltschaft Frankfurt wenigen unerträglichen Fälle. Und am 22. Dezember 1963 beginnt dann das Verfahren gegen 22 Angeklagte im großen Frankfurter Auschwitz-Prozess. Dieses Verfahren war in seiner aufklärerischen Wirkung über die Verbrechen, insbesondere in Auschwitz, aber vielleicht auch die Verbrechen des Holocaust, war also gesellschaftspolitisch ein großer Erfolg. Aber es war eben nicht nur ein Erfolg, sondern es hatte eine Reihe von Problemen. Das erste Problem ist, dass
bei der Auswahl der Angeklagten man versucht hat, wie in einem Kaleidoskop die Täter und ihre Verbrechen in Auschwitz zu zeigen. Und das heißt, man hatte bis vom stellvertretenden Lagerkommandanten Mulka bis hin zu einem Herrn Bednarik, der als Häftling in Auschwitz Blockältester war, hat man versucht, durch diese 22 Angeklagten abzubilden, was in Auschwitz passiert war. Es gab aber der Sache nach zwei Anklagen. Die eine Anklage, das war der in Auschwitz stattfindende organisierte Massenmord und die Beihilfe der 6000 SS-Angehörigen in Auschwitz dazu. Und die zweite Anklage der Sache nach war der Mord in Einzelfällen. Also auf der einen Seite systematischer Mord an 1,7 Millionen Menschen, und das ist stichwortartig, Vergasung der Menschen, die auf der Rampe zur Vergasung selektiert wurden, die Vergasung der Schwachen und Kranken aus dem Lager heraus, die dann für die Vergasung selektiert wurden, die Massenerschießungen und insgesamt Vernichtung der Menschen in den beiden Auschwitz-Lagern durch Vernichtung, durch Arbeit und unmenschliche Lebensbedingungen. Und auf der anderen Seite sind die Einzeltaten. Das ist etwa das Zu-Tode-Prügeln eines Häftlings. Die Schwierigkeit bei der Beweisaufnahme war, oder nicht die Schwierigkeit, sondern das Bild der Beweisaufnahme war, dass das Systemische, Systematische, was in Auschwitz stattgefunden hat, schnell zurückgetreten ist hinter den zweiten Anklagepunkt, nämlich den Einzeltaten. Das heißt, im Zentrum der Beweisaufnahme stehen auf einmal die Taten der Brutalen, der Sadisten, der Folterer, der Killer, das, was die Juristen dann als die sogenannten Exzesstaten genannt haben. Das heißt, das System Auschwitz, und das ist Normalität, arbeitsteilig, organisierte Vernichtung, tritt bei dieser Form von Beweisaufnahme notwendig in den Hintergrund. Das zweite Problem war, das ist das Problem, was mit der Rechtsprechung der Zeit und insbesondere auch bei den Besprechungen des Auschwitz-Verfahrens immer wieder genannt wird und was man nicht genauer erklären muss, ist, dass grundsätzlich oder fast immer Beihilfe statt Täterschaft angenommen wurde, egal was jemand gemacht hat. Das hing damit zusammen, dass es eine Rechtsprechung gab, die versucht hat, aus der zwingend für Täterschaft angedrohten lebenslangen Freiheitsstrafe herauszukommen. Und das Mittel dazu war, dass man gesagt hat, subjektive Theorie, Täter ist nur derjenige, der sich den verbrecherischen Willen Hitlers und Himmlers zu eigen gemacht hat. Und wenn man das nicht nachweisen konnte, wer also nur als Ausführer von Befehlen in seiner Funktion tätig geworden war, der wurde immer als Beihilfe eingestuft, mit dem Ergebnis, dass sich auf einmal der Strafrahmen von nur in Anführungszeichen 3 bis 15 Jahren eröffnet hat. Beispiel Mulka, stellvertretender Lagerkommandant, ein Jahr lang Vertreter von Rudolf Höss, dem Lagerkommandanten von Auschwitz. Am Ende nur Beihilfe. Und das dritte Problem, das ist, was eigentlich als Tat beschrieben wird und was als Nachweis zur Beteiligung der Tat verlangt wird. Und dieses dogmatische Problem, das ist das Problem, mit dem wir es bis auf den heutigen Tag, das heißt also wirklich bis auf den heutigen Tag, bis zum November 2015 zu tun haben. Das Gericht im großen Frankfurter Auschwitz-Verfahren sieht nicht das Systemische, sondern es verengt den Blick auf die sogenannte konkrete Einzeltat. Das kann man am Beispiel von Mulka, dem stellvertretenden Lagerkommandanten, wieder wunderbar vorführen. In Anklage, in den Feststellungen des Urteils bis hin in die Strafzumessung wird beschrieben, was die Funktion von Herrn Mulka war. Und wenn ich das kurz zusammenfasse, der stellvertretende Lagerkommandant hatte dafür zu sorgen, dass das System funktioniert hat. Das heißt, er war verantwortlich dafür, unter anderem, dass die Massenvernichtung in Auschwitz an verschiedenen Stellen durchgeführt wurde. Das Gericht begibt sich aber auf das, was es nennt, den Nachweis der konkreten Einzeltat. Es sucht nach irgendeinem konkreten Vorgang, nach irgendeiner Handlung von Mulka. Und was findet es? Es findet die Weitergabe von zwei Nachrichten,
nämlich Nachrichten über das Eintreffen der Deportationszüge, der sogenannten Reichssicherheitshauptamtszüge, der RSHA-Züge. Also Mulke hat über den Fernschreiber in der Kommandantur nachweisbar zwei Nachrichten über zwei der hunderte von Deportationszügen an jemanden weitergegeben. Und in einem Fall hatte man eine Zeugenaussage, dass er auf der Rampe die Oberaufsicht hatte. Und dann hat man ein Papier gefunden, wo klar wurde, dass Mulka den Auftrag gegeben hatte, eine Gaskammer abzudichten. Und am Ende kommt es zu einer Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord in diesen vier Fällen. An der Stelle fragt man sich, wie das Gericht wohl entschieden hätte, hätte es nicht diese drei Papierschnitzel gefunden und die eine Zeugenaussage, dass Herr Mulka einmal auf der Rampe war. Etwa ein Freispruch für den Adjutanten des Lagerkommandanten in Auschwitz? Die dogmatische Frage ist, wie kommt das Gericht eigentlich zu dieser Betrachtung, die Fritz Bauer ganz zutreffend als Aufklärung von Details im Zeitlupenstil gekennzeichnet hat. Das liegt erstens daran, dass das Gericht als Haupttat immer nur eine Vernichtungsaktion sieht. Das ist etwa bei der Ermordung der Menschen aus den Transporten, ist das die Ermordung der Menschen aus einem der Transporte. Und dann sucht das Gericht bezogen auf diese einzelne Haupttat nach diesem konkreten Tatbeitrag, also etwa der Weitergabe einer Benachrichtigung, dieser eine Transport kommt an. Wenn es aber überhaupt irgendwann im Gesamtbild dessen, was man als Holocaust oder als Shoah bezeichnet, also der Ermordung von 6 Millionen Juden, einen Tatkomplex gab, bei dem man sagen kann, da sind die rechtlichen Kriterien einer Tat gegeben. Das sind einheitliche Planung, räumliche Begrenzung, gleichförmiger Ablauf, dann ist es die Vernichtung der Juden, die auf den Rampen in Auschwitz ankamen und in gleichförmiger Weise Tag für Tag, Nacht für Nacht selektiert und dann in den Gaskammern ermordet wurden. Man muss sich die entscheidenden Sätze, mit denen das Landgericht Frankfurt in seinem Urteil diese Konsequenz vermeidet, nämlich die Konsequenz zu sagen, wenigstens die Vernichtung der Menschen, die in den Deportationszügen ankamen, das war eine Tat. Diese Sätze in dem Urteil werde ich Ihnen mal im Zitat vorlesen. Da heißt es, Zitat, die einzelnen Vernichtungsaktionen, also jeweils die Ermordung der Menschen aus den Zügen oder die Ermordung einer Gruppe von Menschen im Lager, die einzelnen Vernichtungsaktionen erfolgten jeweils durch besondere Willensbetätigungen der zum Rampendienst eingeteilten SS-Angehörigen. Und zu diesen Handlungen, Zitat, mussten sich die damit befassten SS-Männer jeweils neu entschließen. Zitat Ende. Das ist vollkommen grotesk. War das so in Auschwitz, frage ich mal, rhetorisch, dass jeden Morgen beim Aufwachen die SS-Angehörigen aufgestanden sind und gesagt haben, also heute mache ich es oder lasse es heute vielleicht doch sein? War das so, dass die Ärzte, die selektiert haben auf der Rampe oder der Adjutant, der anderthalb Jahre dort tätig war, jeden Morgen sich überlegt hat, mache ich es noch weiter mit? Ah, heute mache ich es wieder weiter mit? Das ist das, was wortwörtlich in dieser Formulierung des Gerichts behauptet wird. Das ist gelinde gesagt absurd. Das ist wirklich vollkommen absurd. Auf dieser Grundlage wird 1965 das Urteil gesprochen. Gibt es in einem Parallelverfahren eine Aufhebung eines Freispruchs durch den auch für das große Auschwitz-Verfahren zuständigen Zweiten Senat, in dem gesagt wird, nein, jedenfalls die 147 Transportzüge der Ungarn-Aktion, das war eine Tat. Fritz Bauer greift das auf, setzt sich hin, schreibt einen sehr wichtigen, vollkommen dogmatischen Aufsatz in der JZ, Real- und Idealkonkurrenz bei NS-Verbrechen. Er versucht, die Revisionsentscheidung des Zweiten Senats zum großen Auschwitz-Verfahren damit zu beeinflussen. Die Entscheidung kommt 1969, Fritz Bauer scheitert, der Zweite Senat hält die
Entscheidung des Landgerichts Frankfurt im großen Auschwitz-Prozess. Dass der Zweite Senat das halten musste, ist für mich sonnenklar. 4 Jahre nach dem Urteil im großen Auschwitz-Prozess stelle man sich vor, dass der Zweite Senat das Urteil aufhebt und zurückverweist, weil das Landgericht den falschen Tatbegriff benutzt hatte. Nach diesem international und national vollkommen aufsehenerregenden Verfahren Aufhebung, vollkommen ausgeschlossen. An dieser Stelle könnte man überlegen, war es vielleicht so, dass das Urteil des Frankfurter Auschwitz-Verfahrens das Problem geschaffen hat, dass man jetzt nur noch Ermittlungen durchführen konnte aus der Sicht der Staatsanwaltschaft, dann, wenn es die enge Tat und den konkreten Tatnachweis dazu gab? Ist das der Grund dafür, dass es danach praktisch keine weiteren Ermittlungen gab? Ich weiß das nicht. In wie vielen Fällen die Staatsanwaltschaften aus diesem Grund nicht weitergemacht haben. Und man müsste systematisch forschen. Aber es gibt eine ganz andere Entwicklungslinie. So, was ich vergessen habe, noch dieses, Entschuldigung, ich muss mich immer wieder entschuldigen hier vorne, die Lichtverhältnisse sind etwas problematisch, weil das Licht von vorne mich blendet, ich die Bilder schlecht erkenne, ganz sorry. Dieses Argument, man habe jetzt immer diesen Nachweis der konkreten Einzeltat gebraucht, das ist das Argument, das bis auf den heutigen Tag vom Leiter der für die Verfolgung von NS-Verbrechen zuständigen Zentralstelle in Ludwigsburg immer wieder hervorgehoben wird, wenn er versucht zu begründen, warum eigentlich dann nach dem großen Auschwitz-Verfahren nichts weiter passiert ist. Also es ging nicht mehr, der BGH hat gesagt, ihr müsst die konkrete Einzeltat nachweisen. Es gibt eine andere Ermittlungslinie. Und diese Ermittlungslinie setzt schon an im Jahre 1970. Da gibt es eine Einstellung gegenüber den Angehörigen der sogenannten Fahrbereitschaft. Die Fahrbereitschaft, das waren die Lkw-Fahrer. Sie erinnern auf dem Bild vorhin, da standen im Hintergrund standen Lkws. Diese Lkw-Fahrer in Auschwitz von der Fahrbereitschaft mussten alles Mögliche transportieren. Sie mussten unter anderem auch die Menschen von der Rampe zu den Gaskammern transportieren, die nicht mehr in der Lage waren, dort selbst hinzugehen. Alte, kranke Menschen wurden auf die LKWs geladen und wurden zu den Gaskammern gefahren. Die haben das auch alle zugegeben, dass sie das gemacht haben. Also es gab keine Probleme mit dem Nachweis. Und es war auch vollkommen klar, dass das, was sie gemacht haben, Beihilfe zur Ermordung jedenfalls dieser Menschen war. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren ein im Jahr 1970, also ein Jahr nach der Revisionsentscheidung, wegen geringer Schuld. Und das Argument ist ganz einfach. Und hier sehen Sie einen Teil der Fortwirkungen des großen Frankfurter Auschwitz-Urteils. Hier heißt es ja, die Schuld- und Strafaussprüche gegen diesen Personenkreis, das sind die Angeklagten aus dem großen Frankfurter Auschwitz-Prozess, haben Maßstäbe gesetzt. Und die Staatsanwaltschaft sagt sich, wenn ein Arzt, der an der Rampe 1000 Menschen nachgewiesen, wahrscheinlich waren es viel mehr, in den Tod geschickt hat, nur 3,5 Jahre Freiheitsstrafe bekommen hat, was macht man denn dann bitte mit den Befehlsempfängern auf der untersten Stufe, diesen Lkw-Fahrern bei der Fahrbereitschaft? Man kann die gar nicht zu irgendeiner nennenswerten Freiheitsstrafe verurteilen und stellt das Verfahren ein wegen geringer Schuld. Ein paar Jahre später, genauer gesagt 7 Jahre später, kommt es dann zum Strafverfahren gegen die Angehörigen der sogenannten Gefangeneneigentumsverwaltung und der Häftlingsgeldverwaltung. Das ist unter anderem auch der Mitglied dieser Gruppe, ist unter anderem auch, wie Sie hier sehen, Herr Gröning, der 2015 im Landgericht Lüneburg vor Gericht stand. So, deren Aufgabe bestand darin, diese Berge von Gepäck, die Sie auf dem Bild auf der Rampe gesehen haben, nach Kanada, in das Kanada-Lager transportieren zu lassen und die Verwertung zu organisieren. Dieses Verfahren dauert an bis 1985. Und 1985 kommt es zu einer
Entscheidung in dem Verfahren. Das Verfahren wird eingestellt. Und an die Praktiker unter Ihnen richte ich mal die Frage, ob Sie jemals schon eine Einstellungsentscheidung gesehen haben, nach § 172 StPO, also kein hinreichender Tatverdacht, die begründet wird mit dem Satz, die Einstellungsgründe sollen wegen Geschäftsandrangs später ausführlich formuliert werden. Das ist 1985. Sie sind nie formuliert worden. Es gibt in der Akte keine Gründe dafür, warum dieses Verfahren gegen 62 SS-Angehörige eingestellt wurde. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, so, ich muss mal gerade gucken. Warum? Wenn Sie diese Zeitübersicht sehen, 85 Einstellung gegen die GEV, sogenannte Gefangeneneigentumsverwaltung, ohne jegliche Begründung, und gucken zurück in die grüne Spalte 1970 und fragen sich, was könnten die Gründe gewesen sein für die Einstellung? 1970 war die Fahrbereitschaft, geringe Schuld. Vielleicht war der Grund ja geringe Schuld. Aber das funktioniert bei der Gefangeneneigentumsverwaltung nicht. Da ist unter anderem der Obersturmbahnführer Otto Kretzer dabei. Obersturmbahnführer ist ein höherer Offizier. Gegenüber einem höheren Offizier kann man nicht einstellen mit der Begründung, er sei nur einfach Befehlsempfänger gewesen. Das kann nicht der Grund gewesen sein. Jetzt geht es weiter im Ablauf der Dinge. Also eigentlich meint man, jetzt passiert gar nichts mehr bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt, aber es passiert etwas Besonderes. Und das Besondere ist, dass es nun, das habe ich in diesem Art dunkel-türkis-blau markiert, dass es nun auf einmal bei der Zentralstelle für die Strafverfolgung von S-Verbrechen in Köln zu einer Anklage kommt gegen einen Herrn Kühnemann. Dieser Herr Kühnemann ist ein guter Freund und Arbeitskollege von Oskar Gröning gewesen. Die waren beide in einem Zimmer. Und obwohl das Verfahren, selber Tatkomplex, Kühnemann auch, bei den Beschuldigten im Frankfurter Verfahren dort eingestellt wurde, entscheidet die Staatsanwaltschaft Köln nun ganz anders und erhebt Anklage. Und sie erhebt Anklage im Anklagepunkt 5 mit der Formulierung, die Aufgabe des Angeschuldigten als Aufseher des Räumkommandos bestand darin, bei der alten und später der neuen Rampe die Häftlinge zu beaufsichtigen, die das Gepäck der Judentransporte aus den Bahnwaggons zu laden und so dann in die Effektenlager zu verbringen hatten. Also worum geht es? Es geht darum, dass die Menschen, die aus den Zügen heraustraten und herausgetrieben wurden, Berge von Gepäck dabei hatten, und dass es die sogenannten Räumkommandos gab. Und diese Räumkommandos, deren Aufgabe war es, die Rampe leer zu räumen. Und der organisatorische Hintergrund war, dass während wir dieses Bild hier sehen, draußen schon der nächste Zug mit den nächsten 2.500 Menschen wartet. Und damit das Täuschungsmanöver, mit dem die Menschen dazu gebracht wurden, freiwillig in die Gaskammer zu geben, funktionieren konnte, musste die Rampe leer und sauber sein. Das heißt, das Räumkommando war für den funktionierenden Ablauf der Vernichtung, insbesondere während der Ungarn-Aktion, notwendig, nämlich um eine leere Rampe zu haben. Und deswegen schreibt der zuständige Staatsanwalt, und es ist mir eine außerordentliche Freude, Herrn Günther Feld, der das damals gemacht hat, Kollegen aus dem Lüneburger Verfahren hier vorne begrüßen zu dürfen, er ist unter uns. Deswegen schreibt er unter vollkommener Missachtung oder Ignoranz gegenüber der Entscheidung des Zweiten Senats aus 1969, warum er Anklage erhebt, nämlich Herr Kühnemann half mit, den reibungslosen Ablauf der industriell organisierten Massentötung jüdischer Menschen zu gewährleisten, und zwar insbesondere im Hinblick auf das Eintreffen der jeweils nächsten Transporte. Jetzt passiert Folgendes.
Staatsanwaltschaft Köln vertritt offensichtlich eine von der Einstellungsentscheidung Frankfurt abweichende Entscheidung. Es geht um Mitteilung nach Frankfurt. In Frankfurt ist ja das Verfahren eingestellt worden gegen die 61 Kollegen von Herrn Kühnemann. Frankfurt bekommt also Mitteilung, verhaltet euch dazu. Was macht Frankfurt? Frankfurt nimmt das Verfahren gegen Herrn Otto Kretzer, das ist der Leiter sowohl von Gefangeneneigentumsverwaltung als auch Häftlingsgeldverwaltung, also der Obersturmbannführer Otto Kretzer, nimmt es auf, um es uno acto abzugeben an die Wohnsitzstaatsanwaltschaft, nämlich nach Kempten. Wir sind nicht mehr zuständig, denn der älteste Angeklagte nach der Liste, die wir hatten, den gibt es gar nicht mehr. Also Frankfurt beschäftigt sich gar nicht mit der Rechtsansicht der Staatsanwaltschaft Köln, sondern sagt, ab nach Kempten. Wir haben versucht herauszufinden, was dann eigentlich weiter passiert ist. Die Staatsanwaltschaft Kempten hat das Verfahren abgegeben an die Staatsanwaltschaft München. Die war nämlich damals sachlich zuständig für NS-Verfahren. Und als wir im Jahr 2014 herausfinden wollten, was aus all diesen Verfahren geworden ist, vielleicht nur nicht nur das gegen Herrn Kretzer, sondern vielleicht auch die Verfahren gegen die anderen 60, wurde uns von der Staatsanwaltschaft München mitgeteilt, wir bekommen keine Akteneinsicht wegen der postmortalen Persönlichkeitsrechte des zwischenzeitlich verstorbenen Herrn Kretzer. Aber immerhin, die Staatsanwaltschaft Frankfurt ist die Sache losgeworden, muss sich nicht weiter damit beschäftigen. Das Kühnemann-Verfahren wird eingestellt, weil Kühnemann verhandlungsunfähig geworden war. Und dann passiert viele Jahre später Folgendes. Herr Gröning, der spätere Angeklagte vom Landgericht Lüneburg, gibt im Jahr 2005 ein Interview beim Spiegel. Der Hintergrund dieses Interviews ist, dass Oskar Gröning kritisch war und seine Rolle auch darin gefunden hat, aufklärerisch, kritisch war gegenüber seiner eigenen Vergangenheit, seine Rolle darin gefunden hat, aufklärerisch tätig zu werden, der Öffentlichkeit mitzuteilen, insbesondere den Holocaust-Leugnern, was in Auschwitz wirklich passiert war. Und er gibt ein ausführliches Interview beim Spiegel, auch vor dem Hintergrund, dass er sagt, moralisch habe ich Schuld auf mich genommen, dass ich damals in Auschwitz mitgemacht habe, dass ich unter anderem auch mehrfach mit auf der Rampe war bei der Bewachung des Gepäcks. Und rechtlich denkt er, dass er nichts zu befürchten hat, weil aus dem Strafverfahren gegen ihn ist nie was geworden und er stellt sich auch gar nicht vor, dass er irgendwie rechtlich eine Verantwortung dafür trägt, was dort passiert ist. Dieses Spiegelinterview kommt zur Zentralstelle nach Ludwigsburg und Ludwigsburg macht routinemäßig eine Anfrage bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt und sagt, guckt euch doch mal dieses Spiegelinterview an, da hat jemand zugegeben, er war auf der Rampe, ist das nicht für euch doch Anlass, die Ermittlungen wieder aufzunehmen? Das bekommt der Staatsanwalt Galm auf den Tisch. Und der Staatsanwalt Galm erinnert sich, dass es doch im Jahr 1982, Sie sehen es oben rot gekennzeichnet, eine Einstellungsverfügung gegen die Angehörigen des sogenannten Wachsturmbands gab. Die 82er Einstellung ist auch von dem Staatsanwalt Klein unterzeichnet. Der Staatsanwalt Klein, den haben wir schon kennengelernt, das ist der, der 1985 geschrieben hatte, die Gründe für die Einstellung werden noch nachgeschoben. Es kann auch sein, dass das, was 1982 mit Staatsanwalt Klein unterzeichnet ist, dieser Staatsanwalt Galm aus 2005 gemacht hatte, denn die beiden haben über Jahrzehnte zusammengearbeitet. Wie dem auch es immer sein soll. Staatsanwalt Galm im Jahr 2005 nimmt Textbausteine aus der Einstellungsverfügung von 1982 und diese Einstellungsverfügung betrifft den sogenannten Wachsturmbann. Und wenn Sie ein Luftbild sich von Auschwitz und Mimergen gemeinsam mal angucken, dann sehen Sie dort, was als C gekennzeichnet ist. Was als C gekennzeichnet ist, ist die alte, sogenannte alte Judenrampe.
Die alte Judenrampe, die bis Anfang 1944 benutzt wurde, liegt, das kann man an dem Bild ganz gut sehen, zwischen den beiden Lagern Auschwitz I und Auschwitz II. Also das, was Sie rechts sehen, ist Auschwitz II Birkenau, das, was Sie links sehen, ist das alte. Das Problem mit der alten Auschwitz, mit der alten sogenannten Judenrampe war, dass um sie herum kein Zaun und keine Begrenzung war. Das heißt, immer wenn ein Zug kam und entladen werden musste, mussten die SS-Wachmannschaften eine Art Postenkette um den Zug herum stellen, um zu verhindern, dass die Tausenden von Menschen, die aus dem Zug herauskamen, geflohen wären, irgendetwas gemacht hätten, sich der Vernichtung entzogen hätten. So, jetzt lesen wir 1982 und 2005, das ist also auch kein alter Nazi, der da 2005 geschrieben hat, lesen wir folgende Einstellungsbegründung. Die lautet so: Es gab zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe, das sind die Alten und Kranken und die Kinder. Und die Alten und Kranken und Kinder, die konnten und wollten gar nicht fliehen. Also war die Postenkette im Hinblick auf die ganz überflüssig. Dann gab es die andere Gruppe, das waren die Kräftigen, die Jungen, die vielleicht hätten fliehen wollen. Aber die einzige Straftat, die noch verfolgt werden kann wegen Verjährung, ist ja Mord. Und diese Menschen sind ja selektiert worden zur Arbeit, die sind nicht ermordet worden. Also im Hinblick auf beide Gruppen. SS, Wachsturmband in Auschwitz, in der Postenkette, vollkommen überflüssig. Jetzt hat der Staatsanwalt Klein 82 noch etwas hineingeschrieben. Er hat nämlich gesagt, es könnte anders gewesen sein in der Situation, als die Menschen aus dem Zug auf der Rampe heraustraten. Also in dieser Situation, die wir hier sehen. Weil in dieser Situation, als die heraustraten, sieht man auf dem Bild nicht wirklich gut, war es so, dass das Erste, was sie gesehen haben, waren SS-Männer, die dort standen und eine Art Drohkulisse errichtet haben. Und diese Drohkulisse könnte es ja gewesen sein, unter anderem könnte das auch der spätere Angeklagte Gröning gewesen sein, der vielleicht irgendwo im Hintergrund bei diesem Lastwagen steht, wir wissen das nicht. Diese Drohkulisse könnte dazu geführt haben, dass die Menschen die Vorstellung aufgegeben haben, sie könnten fliehen. Aber, sagt die 82er-Entscheidung, das könnte so gewesen sein, damit muss er sich nicht befassen. Und jetzt hat der Staatsanwalt Galm im Jahr 2005 es zu tun mit Oskar Gröning, der zugegeben hatte, dass er auf der Rampe gestanden hatte, also Teil dieser Drohkulisse gewesen sein konnte. Und jetzt sagt Staatsanwalt Galm, ja, aber dort als Drohkulisse zu stehen, das war gar nicht seine Aufgabe. Der war ja nur da, um das Gepäck zu bewachen. Das ist eine in vielerlei Hinsicht wirklich bemerkenswerte Begründung. Wenn man die auf den Punkt bringt, waren die SS-Wachmannschaften in Auschwitz eigentlich überflüssig. Das ging ja auch alles ohne sie. Das stimmt tatsächlich auch nicht. Das stimmt schon offensichtlich deswegen nicht, weil wenn die dort nicht gestanden hätten, diese Hunderte von Arbeitssklaven, Juden in diesen Pyjama-ähnlichen Anzügen natürlich ihrer Arbeit nicht nachgekommen, wären natürlich den Ankommenden gesagt hätten, das ist ein Vernichtungslager und so weiter. Also die Anwesenheit der Wachgruppen war natürlich notwendig für das Funktionieren. Aber die Begründung von Herrn Staatsanwalt Galm ist noch in weiterer Hinsicht bemerkenswert. Er schreibt nämlich am Ende: Deswegen ist im Sinne der Conditio sine qua non keine Kausalität der Beihilfe gegeben. Das mag die Studenten unter uns nicht so sehr verwundern, aber wenn sie genau aufgepasst haben, dann wissen sie, die Praktiker wissen es natürlich, dass die Voraussetzung, dass Beihilfe nur dann gegeben ist, wenn Kausalität im Sinne der Conditio sine qua non vorliegt, eine akademische Auffassung ist, dass aber die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs immer sagt, für Beihilfe reicht Fördern aus. Dass ein Staatsanwalt im Jahr 2005 mit einer akademischen Position das Verfahren gegen S-Angehörige einstellt, gegen jegliche sonstige praktische Ansicht der Rechtsprechung, ist schon mal ein wirklich erstaunlicher Vorgang. Das andere, was erstaunlich ist, ist in der Sache,
dass Sie sich irgendein Lehrbuchbeispiel vorstellen können. Da steht jemand Schmier, es wird ein Einbruchsdiebstahl begangen. Da würde nach der Auffassung von Staatsanwalt Galm es an der Kausalität fehlen. Und die dritte Bemerkung dazu ist, dass in der Zeit, in der wir uns befinden, 2005, ein anderes Strafverfahren in Deutschland stattfindet gegen einen Herrn Mutasadek in Hamburg. Dem Herrn Mutasadek wird vorgeworfen, dass er sämtliche Anschläge des 11. September 2001, also Twin Towers und so weiter in den USA, dadurch unterstützt hat, dass er die Miete auf ein Konto überwiesen hat. So, Hintergrund war, Mohammed Atta, der Organisator der Anschläge, war schon in den USA. Und die Überlegung von Mutasadek und anderen war, wenn da nicht die Miete auf dem Konto eingeht, dann könnte es sein, dass der Vermieter sich fragt, wo ist eigentlich derjenige, der die Miete überweisen sollte, und dann vielleicht sich an die Behörden wendet und Nachforschung anstellt und am Ende vielleicht möglicherweise man auf die Idee kommen könnte, Herr Mohammed Atta befindet sich zurzeit in den USA. Dritter Senat des Bundesgerichtshofs, Mutasadek hat durch Einzahlen der Miete auf das Vermieterkonto die Anschläge vom 11. September als Beihilfe zum tausendfachen Mord gefördert. Zeitgleich Staatsanwalt Gall in Frankfurt, SS, Wachmänner in Auschwitz haben keine Beihilfe geleistet, keine Conditio sine qua non, die waren vollkommen überflüssig. So, jetzt denkt man, die Sache ist nun endgültig vorbei für Frankfurt. Wiederaufnahme des Verfahrens wird abgelehnt, es passiert nichts weiter, das Ganze verschwindet in den Akten. Und jetzt passiert etwas vollkommen Unerwartetes, nämlich es kommt zu dem Verfahren gegen John Demjanjuk. Sie sehen es hier in der Zeittafel. Mit Blick auf die Uhr, doch, ich brauche etwas länger als eine Stunde, aber ich erzähle Ihnen die Geschichte noch, weil sie einfach zu schön ist. Da kommt der ehemalige bayerische Amtsrichter Thomas Walter nach Ludwigsburg. Und er will am Ende seines Berufslebens noch mal was bewegen und ermittelt eine Hundeführerin im Konzentrationslager Ravensbrück. Und er ist stolz, er hat noch jemanden gefunden. Und dann bekommt er mitgeteilt, nein, nein, wir brauchen einen konkreten Tatnachweis. Was hat sie denn da konkret gemacht? Und er sagt, naja, die hat mit dem Hund die Häftlinge bewacht und die Häftlinge sind alle ermordet worden. Antwort der Leitung Ludwigsburg, das reicht uns nicht. So, Thomas Walter gibt nicht auf. Er ist ein bisschen inspiriert durch den Leiter einer auch wegen NS-Verfahren tätigen amerikanischen Justizbehörde, der immer sagt, das kann eigentlich gar nicht wahr sein, dass wir hier 20 fertige Akten von NS-Tätern in den USA liegen, die könnten wir euch alle abschieben und dann könnten Strafverfahren stattfinden. Thomas Walter will das nicht akzeptieren. Und was macht der Mann, der dann sucht? Heutzutage, er googelt. Und beim Googeln findet er das Ausbürgerungsurteil von John Demjanjuk. Und er liest das, langes Ding, 90 Seiten, und da ist zusammengefasst die gesamte Beweislage gegen diesen John Demjanjuk, der als Wachmann 3,5 Monate im Vernichtungslager Sobibor tätig war. Und jetzt kommt Thomas Walter auf die Idee und sagt, das ist was anderes. Vernichtungslager ist eine Fabrik. Jeder, der in der Fabrik mitmacht, ist mitverantwortlich für das Produkt. Konkreter Tatnachweis mag in anderen Fällen sein, im Vernichtungslager ist jeder, der irgendwie mitgemacht hat, jedenfalls wegen Beihilfe beteiligt. Und auf der Grundlage dieser Theorie bekommt er auch die Erlaubnis der Behördenleitung weiterzumachen und nach 7 Monaten legt er der Staatsanwaltschaft in München 2, legt er 17 Aktenordner vor, das Vorermittlungsverfahren gegen John Demjanjuk und das wird angeklagt und es wird auch durchgeführt. Erste Besonderheit dieses Verfahrens ist, dass diese Theorie, von der Thomas Walter dachte, er hat sie innovativ neu entwickelt, ständige Rechtsprechung der Tatgerichte und des Bundesgerichtshofs in den 60er Jahren waren. Zweiter Senat in den 60er Jahren. Es kommt gar nicht darauf an, was jemand in einem Vernichtungslager gemacht hat, dass er dort als Mitglied des Kommandos anwesend war und mitgewirkt hat, reicht schon aus als Tatnachweis. Also was er sich neu ausgedacht hat, hätte man, wenn man in Ludwigsburg ein bisschen geguckt hätte und sich bewusst gewesen wäre, wie die Rechtslage ist, hätte man auch so wissen können.
Das Verfahren gegen John Demjanjuk ist in weiterer Hinsicht ein vollkommen kurioses Verfahren, weil es nämlich sozusagen das problematischste Verfahren war, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Ich nenne Ihnen mal kurz die Probleme. Erstens ist der Tatnachweis bei Demjanjuk kompliziert. Demjanjuk hat immer bestritten, dass er irgendwie SS-Hilfswilliger war. Er hat bestritten, dass er in Sobibor war. Ihm das nachzuweisen war kompliziert und aufwendig. Zweites Problem, Geltung des deutschen Strafrechts. Sie haben einen Täter, der Ausländer ist, Ukrainer. Sie haben als Tatort Polen als Ausland. Sie haben als Opfer Ausländer, wenn nicht die Juden, die dorthin transportiert werden, in Einzelfällen deutsche Staatsangehörige waren, was auch große rechtliche Probleme aufwirft. Am Ende konstruiert man, dass der ehemalige Rotarmist, der sich aus einem Lager, in dem ihm der Tod gedroht hat, als Hilfswilliger bei der SS rekrutiert wurde, als deutscher Amtsträger im Ausland ist. Oder man konstruiert die Geltung des deutschen Strafrechts über § 9. Täter auch in Berlin, und dann bekommt man es hin, dass der Beteiligte in Polen dabei war. Darüber haben junge Wissenschaftler lange, dicke Aufsätze geschrieben, weil das alles so kompliziert war. Dann braucht man im Fall Demjanjuk die Bewilligung der Abschiebung aus den USA. Das war zwischen Deutschland und USA über Jahrzehnte hin ein Problem. Deutschland wollte die nie haben. Und dann hat man noch das besondere Problem, dass Demjanjuk ja in Israel in einem Verfahren, was zu Unrecht gegen ihn geführt wurde, man war damals in den 70er, 80er Jahren davon ausgegangen, dass er in Treblinka als Wachmann tätig war, 7 Jahre zu Unrecht in Haft gesessen hat. Also es stellt sich das Problem möglicherweise der Doppelbestrafung zwischen Israel und Deutschland im Ergebnis nicht, aber jedenfalls ganz komplizierte Anrechnungsfragen. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, ob das legitim ist, dass man sozusagen einen auf der untersten Stufe der möglichen Beteiligten nun auch noch in Deutschland ein zweites Mal vor Gericht stellt. Man hätte es viel einfacher haben können. Da gab es einen Samuel Kunz. Der war 1,5 Jahre Wachmann im Vernichtungslager in Belzec. Sie sehen ihn dort auf dem netten kleinen Foto seiner Kameraden. Und er hat in den 60er Jahren in verschiedenen Zeugenvernehmungen zugegeben, ich war 1,5 Jahre Wachmann in Belzec. Also alle Beweisprobleme, die bei Demjanjuk gab, wären im Fall von Herrn Kunz erledigt gewesen. Es gibt auch keine Probleme mit dem Strafanwendungsrecht, denn Herr Kunz wurde eingedeutscht und lebte seit 1945 in Deutschland, war Handwerker im Bundesbauministerium, wohnte in einem Reihenhaus in einem Vorort von Bonn. Und während das Demjanjuk-Verfahren läuft, fängt natürlich die Ermittlungsmaschinerie auch an. Es gibt eine Ermittlung gegen Samuel Kunz und der, kleine Randbemerkung, stirbt nach Anklageerhebung im November 2010 im Schlafzimmer seines Reihenhauses an Unterkühlung. Das ist ein bisschen komischer Vorgang, dass jemand in seinem Reihenhaus an Unterkühlung stirbt, ist nicht sehr gewöhnlich. Also, man sieht, man hätte das viel einfacher haben können. Es gab die potenziellen NS-Verbrecher, gegen die man hätte seit langem vorgehen können, zum Beispiel Samuel Kunz. Und das Demjanjuk-Verfahren war in jeder Hinsicht eine Besonderheit. Das Demjanjuk-Verfahren hat aber in Gang gesetzt, dass nun auf einmal wieder Ermittlungsverfahren aufgenommen wurden gegen mögliche Beteiligte an den großen NS-Verbrechen in den Vernichtungslagern und vor allen Dingen auch in Auschwitz. Jetzt muss ich mal gucken, wie das mit meiner Übersicht weitergeht. Als Ergebnis davon stellt man in Ludwigsburg eine Liste zusammen der SS-Angehörigen aus Auschwitz, die überhaupt noch leben. Das ist eine sogenannte 40er-50er-Liste. Also man hat 40, 50 lebende SS-Angehörige hat man noch gefunden. Aus einer großen Liste aus den 60er Jahren, da waren es noch 4.200, aber der Rest ist entweder verstorben oder war nicht auffindbar. Und jetzt kommt natürlich auch der Fall von Herrn Gröning wieder zur Frankfurter Staatsanwaltschaft. Sie wird ihn irgendwie nicht los. Er kommt im Jahr 2013 auf den Tisch der Frankfurter Staatsanwaltschaft und die Leitung der politischen Abteilung, die dafür zuständig ist in Frankfurt, schreibt im Jahr 2013 einen Vermerk. Und diesen Vermerk zu Herrn Gröning, den kann man so zusammenfassen. Zwar ist
die rechtliche Beurteilung der Beihilfe, die die Frankfurter Staatsanwaltschaft 2005, Galm, Conditio sine qua non, vertreten hatte, heute im Hinblick auf das Motassadek-Verfahren nicht mehr aufrechtzuerhalten. Aber im Übrigen stellen sich im Hinblick auf das Urteil des großen Frankfurter Auschwitz-Verfahrens, was ist eine Tat, was ist die Beteiligung daran, schwierige rechtliche Probleme, und im tatsächlichen Bereich muss durch das LKA umfangreich ermittelt werden. Also 2013, der Vermerk lautet, ist alles so kompliziert, das geht gar nicht, dauert unendlich, das können wir nicht machen. Jetzt einigt man sich aber darauf unter den Staatsanwaltschaften, dass man nicht alle Verfahren in Frankfurt haben kann. Die ganzen alten Männer können, wenn sie denn angeklagt werden, nicht alle nach Frankfurt reisen, sondern gibt es an die örtlich zuständigen Staatsanwaltschaften ab. Und dann ist der Staatsanwalt in Hannover zuständig 2014. Und der Staatsanwalt in Hannover, der sagt nicht, das ist alles rechtlich schwierig und es dauert alles so lange, sondern er setzt sich hin und macht eine Anklage ziemlich schnell. Ende 2014 liegt sie vor. Und das Landgericht Lüneburg eröffnet und im Sommer 2015 liegt das Urteil gegen Herrn Gröning vor. So, wie werden die rechtlichen Probleme gelöst? Hier sehen Sie die Anklage gegen Oskar Gröning. In einem rechtlich zusammenhängenden Fall, das heißt, es wird eine Tat für die Ungarn-Aktion angenommen, die Begründung wird hinterhergeliefert. Das Landgericht Frankfurt hat zwar, aber für die sogenannte Ungarn-Aktion gilt eine andere rechtliche Auffassung, das heißt jedenfalls, die Ungarn-Aktion, die Ermordung von 300.000 Menschen aus 147 Zügen, ist räumlich, zeitlich, organisatorisch so eng, dass das eine Tat ist. Anklage lautet gegen Oskar Gröning, weil er nachgewiesenermaßen hat es zugegeben, dreimal auf der Rampe das Gepäck bewacht hat, wird ihm vorgeworfen, Beihilfe zur Ermordung von 300.000 Menschen. Urteil im Sommer 2015. Und ich weiß noch genau, wie ich da saß. Es war nicht so klar, wie das Gericht das Ergebnis begründen würde. Es war klar, dass es verurteilen würde. Und einer der ersten Sätze des Vorsitzenden Richters war, dass er gesagt hat, und das war sensationell, nach 70 Jahren Strafverfolgung der Bundesrepublik Deutschland, dass er gesagt hat, Auschwitz war eine Anstalt zur Ermordung aller Juden. Und Sie sehen es hier, das ist ein Auszug aus der Urteilsbegründung. Er hat Hilfe geleistet, indem er das insgesamt auf Tötung von Menschen ausgerichtete System des Konzentrationslagers Birkenau fortlaufend unterstützte. Es gab und gibt eine Reihe anderer Verfahren, und damit komme ich zum Ende, bei denen man sich die Frage stellen kann, was braucht es eigentlich, damit es heute noch zu einem Strafverfahren kommt, wie dem Strafverfahren gegen Oskar Gröning. Man braucht drei Dinge. Man braucht einen verhandlungsfähigen Beschuldigten. Man braucht einen Staatsanwalt, der schnell, entscheidungsfreudig und rechtlich klug agiert. Und man braucht ein Gericht, das auch mitmachen will. So, ich gebe Ihnen drei Beispiele. Breyer, Wachmann in Auschwitz, Staatsanwaltschaft Weiden, ermittelt 2 Jahre lang. Unendlich viel Überflüssiges und auch Schlimmes. Und an dem Tag, wo Herr Breyer, der in Philadelphia lebte, in abschiebungshaften USA genommen wird, stirbt er. Dann haben wir das Verfahren gegen Herrn Lipschitz, Wachmann in Auschwitz. Staatsanwaltschaft Stuttgart. Anklage. Das ist der schnelle, entscheidungsfreudige, rechtlich kluge Staatsanwalt, der sich überlegt, wie kann man einem Angehörigen des Wachsturmbands in Auschwitz in bestimmten Tatzeiten seine Tatbeteiligung nachweisen. Das Ganze geht zum Landgericht Ellwang. Da haben wir ein Gericht, was offensichtlich nicht willig war. Es macht nämlich Folgendes. Es macht eine Einstellungsverfügung wegen Verhandlungsunfähigkeit,
die aber nicht darauf hinausläuft, dass Herr Lipschitz generell verhandlungsunfähig ist, sondern die sagt, in diesem Verfahren gibt es so viele rechtliche und tatsächliche Probleme, und die werden dann 15 Seiten lang aufgelistet, dass man vor dem Hintergrund der Kompliziertheit dieses Verfahrens dann im Ergebnis zur Verhandlungsunfähigkeit von Herrn Lipschitz kommt. Und dann gibt es einen weiteren Wachmann. Entschuldigung. Und dann sind wir unten bei Herrn Gröning. Das hatte ich Ihnen schon geschildert. Staatsanwaltschaft Frankfurt sagt erst riesige Probleme, das geht gar nicht. Und dann haben Sie den schnellen, entscheidungsfreudigen, rechtlich klugen Staatsanwalt aus Hannover, der eine schnelle Anklage macht, und Sie haben ein Gericht, was will, einen riesigen Organisationsaufwand bewältigt, und es kommt zum Urteil in Lüneburg. So, was gibt es bei letzten Strafverfahren noch? Und hier sehen Sie, dass nun die Sichtweisen der Staatsanwaltschaft jedenfalls zum Teil sich sehr geändert haben. Da haben wir das Verfahren gegen einen Herrn Hanning, der war auch Wachmann in Auschwitz, Zuständigkeit Staatsanwaltschaft Dortmund. Und heute Morgen kam in den Nachrichten die Mitteilung, dass er für verhandlungsfähig erklärt wurde. Ein paar wenige Stunden am Tag, Landgericht Detmold wird also wohl demnächst eröffnen. Und jetzt wird, und das ist auch neu, das ist so ein etwas auf der Linie der Urteilsverkündung im Landgericht Lüneburg, die aber später war, also die Staatsanwaltschaft hier kannte das noch gar nicht. Die sagt, Wachdiensttätigkeit in Auschwitz ist Beihilfe zu allen Formen des Massenmordes in Auschwitz. Was ist das? Ermordung der im Lager Selektierten, Ermordung der bei der Ankunft auf der Rampe Selektierten, die Massenerschießung, die Vernichtung durch Lebensverhältnisse in Tateinheit. Also ein Wachmann hat in dem Zeitraum, in dem er da war, jedenfalls an den vier großen Beschreibungen des Massenmordes, der in Auschwitz stand, im Wege der Beihilfe mitgewirkt. Dann gibt es ein Verfahren noch, Staatsanwaltschaft Schwerin ist das, Anklage Februar 2015. Da war jemand 4 Wochen lang Sanitätsdienstgrad bei der SS-Sanitätsstelle in Auschwitz. Staatsanwaltschaft Schwerin sagt jetzt, das ist Förderung des auf Arbeitsteilung beruhenden Vernichtungsgeschehens. Auch der Sanitätsdienstgrad hat in der Gesamtorganisation der Vernichtung der Menschen in Auschwitz eine Funktion gehabt und mitgewirkt und klagt ihn an wegen Beihilfe zur Ermordung der Menschen aus 14 bestimmten Transportzügen, die festgestellt wurden. Und dann gibt es noch das Strafverfahren gegen Herrn Tremmel. Der war auch Wachmann in Auschwitz, und der ist, weil er im Umkreis von Frankfurt lebt, doch nun bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt geblieben. Da gibt es die Anklage aus dem Juli 2015, genau einen Tag wurde die Anklage bei der Presseerklärung bekannt gegeben, einen Tag nach dem Urteil in der Sache Gröning in Lüneburg. So, Herr Tremmel war 1,5 Jahre lang Wachmann in Auschwitz. Von diesen 1,5 Jahren sind durch Dokumente dokumentiert, dass er jedenfalls in 3 Wochen Bereitschaftsdienst hatte. So, man weiß aus der Organisation der Wachmannschaft Kompanien, weiß man, dass es ein Rotationssystem gab. Die waren immer 1 Woche lang zuständig für den Außendienst, Außenposten, 1 Woche lang Begleitung der Gefangenen, 1 Woche lang bestimmte Innenpostenstellen und 1 Woche Bereitschaftsdienst. Und Bereitschaftsdienst hieß, dass man zur Verfügung stand, immer für die ankommenden Deportationszüge. Also Bereitschaftsdienst hieß nur Bereitschaft, weil die Züge nicht so regelmäßig kamen wie die anderen Aufgaben, sondern manchmal nachts und manchmal viele und manchmal wenige. So, davon sind 3 Bereitschaftswochen in Papierform dokumentiert. Theoretisch weiß man, dass er in viel mehr Wochen als nur in diesen 3 Wochen Bereitschaft gemacht hat. Und die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat nun angeklagt, aus diesen 3 Wochen jeweils nur einen Transport von Menschen. Das heißt, in jeder Woche haben sie nach Transportlisten, es gibt mehrere Züge, 5 bis 10. Die Staatsanwaltschaft konzentriert sich auf 3 Transporte, einer aus Berlin, einer aus Drancy und einer aus Westerbork in den Niederlanden. Hier haben Sie wieder das, was ich Ihnen vorhin vorgeführt hatte und was Fritz Bauer schon in den 60er Jahren kritisiert hatte, das ist sozusagen die Atomisierung. Dass man aus
anderthalb Jahren Mitwirkung bei den Wachgruppen am Ende bei nur 3 einzelnen Zügen landet. Das kann man rechtlich angreifen. Mit dem Blick auf die Uhr erspare ich Ihnen die Möglichkeiten, die sich jetzt im Zwischenverfahren dabei ergeben, will aber am Ende noch auf Folgendes hinweisen. Es gibt ja nicht nur die Frage, warum erst jetzt, sondern ich glaube, wenn man diesen Zeitablauf, also wenn man guckt, was ich Ihnen vorgeführt habe, was es für Einflüsse gab, warum diese Verfahren erst so spät zustande gekommen sind, dann bekommen Sie eine ungefähre Antwort auf das, warum erst jetzt. Es gibt natürlich auch noch die Frage, warum denn überhaupt noch? Also was hat es denn für einen Sinn, heute noch im Jahr 2015 ein weiteres Strafverfahren gegen einen Angehörigen der Wachgruppen in Auschwitz zu machen? Ich lasse diese Frage mal offen. Aber eines ist jedenfalls klar, wenn man solche Verfahren macht, dann muss in diesen Verfahren auch gezeigt werden können, was eigentlich der Vorwurf ist, der dem Angeklagten gemacht wird. Und die Erfahrung der Verfahren, insbesondere aus Lüneburg, auch zeigt, man kann das nur sehen und verstehen, wenn man nicht nur einen alten, zerbrechlichen Greis auf der Anklagebank hat, sondern wenn man unter den letzten Überlebenden aus dieser Zeit auf der anderen Seite auch Menschen hat wie Irene Weiß oder andere Überlebende von Auschwitz, Zeugen oder auch Nebenkläger, die zeigen können, dass es nicht nur um das geht, was wir geschichtlich alle wissen, in Auschwitz wurden 1,7 Millionen Menschen ermordet, sondern was es bedeutet hat für jeden Einzelnen dort, was passiert ist. Also man nennt das in der Diskussion um dieses Strafverfahren den Opfern ein Gesicht geben. Und das kann man nur, wenn es auch Opfer gibt, die dort sind und ein Gesicht geben. Wenn man so anklagt, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt hier gemacht hat, wie das hier gemacht hat, verhindert man das systematisch. Das bedeutet nämlich, dass sie vielleicht noch Zeugen finden zu diesen Vorgängen, dass es aber fast ausgeschlossen ist, noch irgendeinen Nebenkläger zu finden, nämlich eine Person, die an diesem Strafverfahren beteiligt werden kann, weil gerade auf diesem einen Zug, auf diesem einen Transport am so und so 4. Juli 1943 aus Westerbork Angehörige waren, die diesen potenziellen Nebenkläger dazu berechtigen, Nebenkläger zu sein. Sie bekommen sozusagen ein virtuelles Auschwitz-Verfahren. Ich nenne das virtuell, weil es nicht mehr mit Leben gefüllt ist. Also eine Hauptverhandlung, die sich mit der Beteiligung am Massenmord in Auschwitz beschäftigt, die darin besteht, dass ein historischer Sachverständiger kommt und sagt, was in Auschwitz passiert ist. Und ein zweiter historischer Sachverständiger kommt und sagt, die Wachmannschaften in Auschwitz waren so und so organisiert. Und dann kommt noch ein medizinischer Sachverständiger und erklärt in 2 Stunden, warum es grausam ist, wenn Menschen in der Gaskammer durch Einwerfen von Zyklon B zu Tode kommen. Und dann setzt sich ein Gericht hin und fällt eine Entscheidung. So ein Strafverfahren halte ich persönlich nach den Erfahrungen der letzten Jahre, die ich in diesen Strafverfahren gemacht habe, für eine vollkommene Katastrophe. Und man fragt sich nur, ob die Frankfurter Staatsanwaltschaft jetzt die Anklage so gemacht hat, weil sie sich nicht lösen kann von der falschen Dogmatik des großen Frankfurter Auschwitz-Prozesses und des Zweiten Senats, oder weil sie vielleicht blind ist für das, was sie dort tut, oder weil sie vielleicht gerade absichtlich die Anklage so gemacht hat, dass dieses Verfahren möglichst klein und fachgehalten wird. Ich habe ein bisschen zu lange geredet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.